sind jetzt in einem gesponserten Content von World of Warcraft. Bitte haut mal alle ein ganz, ganz dickes Kleiner als 3 in den Chat für Blizzard. Blizzard, ich liebe euch. Ihr wisst, ihr seid die Besten. Im Prinzip ist Blizzard bei den Sponsorings, die sie mit mir machen, immer sehr, sehr easy. Eigentlich sagen die, Bro, mach ein, zwei Dinge und den Rest machst du, wie du Spaß hast. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil ein Sponsoring bringt halt eben nur was, wenn es naturell ist und gut rüberkommt. Gibt es da eine Sache, die wir eventuell uns angucken könnten? Und zwar, ist irgendjemand von euch ein Fan von Dame? Weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Dame hat und bringt zum Release von The War Within einen neuen Song raus. In Kooperation mit Blizzard. Hallo Dame, ich liebe dich! Guck uns mal den Ausschnitt an, den Dame da hochgeladen hat, ja, zum Thema World of Warcraft. Manchmal kann ich es gar nicht glauben, was in den letzten 12 Jahren alles so passiert ist und auch das. Junge, so sieht Dame aus? Bro, der sieht ja ultra heiß aus. Ich dachte immer, der sieht aus wie Quendan. Dass der Song mittlerweile so alt ist. Ich meine, wie das damals passiert ist, waren wir wirklich alle aus dem Häuschen. Die Klicks sind auf einmal so durch die Decke gegangen. Und ja, plötzlich habe ich tausende Anfragen bekommen, so auch im Spiel, lauter Nachrichten. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinem WG-Partner da gesessen bin und einen Videoclip dazu geschnitten habe. Der hat mich damals eigentlich so richtig zum Zocken gebracht. Also der ist wirklich von der Arbeit heim sofort Laptop an. Und so hat das irgendwie begonnen und dann kam halt irgendwie die Idee, einen Song über das Spiel zu machen. Und ja, dass es dann wirklich solche Ausmaße annimmt, war irgendwie kein von uns bewusst. Das ist schon krass. Also, wenn ich das so sehe, ne, wie jetzt Dame darüber redet, wie das war. Junge, kann das sein, dass wir geisteskrank alt geworden sind? Jetzt mal dead serious. Kann das sein, dass wir geisteskrank alt geworden sind? Bro, wie lange spielen wir eigentlich schon WoW? Da, wo Dame den Song rausgebracht hat über WoW, das war, glaube ich, Cutter, ne? Da gab es WoW schon 7, 8 Jahre. What the fuck? Und ja, noch heute singen die Fans bei den Konzerten mit. Ich find's mega, bis auf das im C-Teil. Und beim Ding, wenn man auch kurz denkt. Einmal noch. Ja? Ist fertig. Fahren wir nach Hause, fertig. Das gibt ja schon irgendwie so ein Vibe, wo ich mir denke, verdammt ich nochmal, ne? Boah, ey, Blizzard, was sollen diese Sponsorings? Da wird auf jeden Fall etwas kommen zum Release von The War Within zusammen mit Dame. Ja, ich glaube, es wird so um die Gamescom rum sein. Und das bringt mich auch tatsächlich zu meinem nächsten Thema, weil ich habe euch ja gesagt, ich bin dieses Jahr viel präsenter auf der Gamescom. Viel, viel präsenter und tatsächlich, also ich weiß nicht, ob wir das nachempfinden können, ne? Aber Bro, ich bin dieses Jahr für Blizzard auf der Gamescom. Also ich weiß nicht, wer von euch bei mir schon länger zuguckt, ja? Aber es gab Zeiten, da habe ich Blizzard mit 100 Viewern eine Mail geschrieben, ob die mich auf einen Launcher packen können, weil ich so gerne mit denen zusammenarbeiten würde. Und jetzt bin ich als Blizzard-Aushängeschild bezahlt für die auf der Gamescom. Beim Blizzard-Stand. Und darf da euch treffen, wenn ihr da hinkommen wollt. Nur kurz der Call nochmal, ja. Weil ich werde da sein. Am 23. werde ich auf der Gamescom sein, beim Blizzard-Stand. Natürlich gibt es da auch noch Insta-Stories und so einen Scheiß. Weil wirklich, wenn ihr Infos zum Thema Gamescom braucht, ist Instagram das Allerwichtigste. Weil da werde ich ganz spontan ganz viele Stories zu hochladen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich da sein werde, aber bestimmt eine Stunde oder vielleicht sogar zwei. Und wenn ihr Bock habt, können wir zusammen uns über WoW unterhalten. Wir können WoW zusammen zocken. Wir können Fotos machen. Ich kann Autogramme unterschreiben. Wir können das machen, wonach es euch beliebt, okay? Und wir gehen tatsächlich jetzt in die Thematik unseres heutigen Streams rein. Und die ist für mich, wie komme ich am besten an Gear zum Start? Wie mache ich mich ready für The War Within, wenn ich Dragonflight jetzt zum Schluss nicht wirklich viel gespielt habe? Ja, also im Prinzip zum Ende. Was spielen wir für einen Rogue? Und ich möchte, dass ihr wirklich richtig based seid. Ihr müsst also real talk, kein Troll. Kein Troll. Es wird kein Taure werden und kein Shit. Also Vulpera werden wir in 10.000 Jahren nicht spielen. Dann gucken wir uns jetzt mal das Pre-Event an und gucken, wie schnell man levelt. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich bin 51 mit dem Char, was ungefähr so 80% von Ende ist. Ich bin mal gespannt, wie schnell das geht. Ab nach Dalaran ins Event. Ich muss erstmal transmoggen. Also kriegen wir jetzt einfach so viel XP wie eben gerade? Ach du Scheiße. Ach du heilige Mutter Gottes, Bro.
Du machst legit ein Level in 10 Sekunden. Jetzt ist Oni gespawnt. Und was bringt Oni? Ist das Monka Arschlecken? Zeig mal her, wie viel XP bringt das? Also, ach, das, wenn das jetzt ein halbes Level bringt, bringt das 21.000 XP oder ungefähr so viel. Kann das sein? Digga, das bringt... Ey, Junge, das ist crazy. Das ist crazy. Junge, das ist so crazy. Okay, Jungs, ich habe gehört, wir sollen alles machen, außer Kristallmacht. Das ist ja geisteskrank. Junge, jede von diesen komischen Blubberblasen bringt 3 XP. Ich muss nicht mal... Warte mal. Ich muss nicht mal was machen? Kann ich einfach legit hier stehen bleiben und die machen das? Können wir das mal ganz kurz abchecken? Funktioniert das? Junge, ey, das... Ey, Bro, what the fuck? Das ist doch ein Traum von jedem Menschen, der sich gerne boosten lässt. Junge, knüppelt die Scheiße immer weg. 76% haut immer noch kaputt. Junge, das ist ja der Traum jedes Streamers. Ey, Jungs, sind wir gleich schon 55? Jetzt sind wir 55, ne? Jetzt sind wir einfach 55. Das ist einfach Level Up. Das ist einfach fucking Level Up. Das ist einfach fucking Level Up. Wir haben 5 Level gemacht. Das ist ja Speed-Leveln seit Urus Vater. Es ist so fucking kompliziert, in Retail reinzukommen. Dieses Event ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Weil du levelst wie ein Büffel. Und das Einzige, was du machen musst, ist mit der Community rumfliegen. Es ist der Wahnsinn. Also ich verstehe, was ihr meint, aber es ist halt ein Pre-Patch-Event, right? Und alles andere ist scheißegal. In spätestens, wann ist das? In 2 Wochen? In 1,5 Wochen kommt das neue Addon raus. Wen juckt denn jetzt, langfristig Progress zu machen? Also ich glaube, es gäbe nichts, was deplatzierter wäre als das, oder nicht? Und außerdem kannst du dir Transmog holen, du kannst dir Gear holen, du kannst dir Spielzeuge und Mounts holen. Wenn ich jetzt auf einmal anfangen müsste, einen neuen Ruf hochzubringen oder so, hätte ich ja gar keinen Bock. Spiele 20 Jahre WoW, noch nie Arena gespielt, Bro. Die Arena-Bubble ist die schlimmste, die es gibt. Wirklich. Junge, Arena-Bubble ist so, entweder du bist Gladi oder du hältst die Schnauze. Entweder du bist Gladi und die Leute denken sich, ja, der ist gar nicht so hängen geblieben, oder du bist ein Pisser. Alles darunter ist Ass. Das ist Cap. Ich rede natürlich von den Leuten, die Arena spielen. Randoms finden dich immer toll, wenn du cool viel Wertung hast. Ja, aber unter den ganzen Leuten, die Arena spielen, Digga, entweder du hast richtig Ahnung oder alle sind am Backseaten. Immer. Bro, entweder du bist der Beste oder du bist ein Nuckler. Wenn du Schrott-Internet hast, kannst du Arena direkt vergessen. Also ich bin gerade gestorben. Und ich habe die XP verpasst, weil ich gestorben bin. M-Plus-Bubble ist schlimmer. To be honest, habe ich die noch nie so richtig gesehen. Ich habe tatsächlich, so in der M-Plus-Bubble bin ich noch nie so richtig drin gewesen. 64,5, wir haben gerade ein paar Events ausgelassen, weil die buggy waren. So, der müsste jetzt passen. Und dann haben wir es so langsam. Auf ganz entspannt. Wir bleiben einfach stehen. Kommt die XP oder kommt sie nicht? Sie kommt. 17.000, Junge. 17.000. Ein so ein Ding noch und wir haben schon wieder Level-Up gesniped. Also, ich bin mir relativ sicher, dass die Leute, ich bin by the way gerade 70 geworden, GZ, 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 life is great, woo! Wir haben das Pre-Patch-Event gerockt! Von 51 auf 70 in 10 Sekunden, das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy, jetzt shit, Jungs, Dankeschön fürs Mitmachen. Macht's gut und bis morgen früh, ich liebe euch, ciao, ciao.